bin dann Pat Katzmarek, Schornsteinfegermeister in Stuttgart und Stuttgart Ost. Und als Schornsteinfeger sollte man ein bisschen sportlich sein, man bewegt sich relativ viel. Als Schornsteinfeger sollte man natürlich grundehrlich sein. Und ich zeige heute dem Steven mal, wie man Schornsteinfeger wird. Wenn man Höhenangst hat, kann man diesen Job gar nicht machen. Nee, das wäre schon blöd. Bernd, was reizt dich besonders an deiner Tätigkeit? Die Vielfalt. Ja, also man sitzt auch mal im Büro und dann ist man wieder ganz klassisch draußen bei den Leuten, steht oben auf dem Dach. Also es gibt nichts Schöneres, wie im Morgengrauen auf dem Dach zu stehen und dann gucken, wie ringsum die Stadt gerade aufwacht. Das ist wirklich toll. Bernd, das Berufs eines Schornsteinfeger, hat das eine Zukunft oder stirbt diesen Beruf irgendwann mal aus? Nö. Mit Sicherheit nicht. Also meine Innung ist jetzt über 300 Jahre alt zum Beispiel, also hat schon einiges auf dem Buckel. Wir waren immer in der Lage, uns neuen Heizungsgewohnheiten anzupassen und ich denke mal, Energieeinsparung, Umweltschutz wird immer wichtiger werden. Also glaube ich nicht, dass uns das Geschäft ausgehen wird. Also ganz ehrlich, ich bin positiv überrascht, als ich gehört habe, dass ich als Schornsteinfeger was lernen muss. Puh, da ging mir viel durch den Kopf. Aber ich konnte den ganzen Tag in Ruhe arbeiten, mein Körper tut ein bisschen weh, aber besser so, als hinter einem Tisch zu sitzen. Und man kann auch gut verdienen. Also wie gesagt, Schornsteinfeger, ich bin dabei.